Hier ist einfach alles leer, Digga. Leute, es gibt einfach 17 Rutschen. Wie soll man sich da entscheiden? Bruder, deine Nase blutet. Echt? Ja. Oh, Scheiße. Okay, Leute, jetzt geht's hier in die Zeitmaschine. Da ist dann so eine Falltür unter den Füßen. Ich hoffe, ich überlebe es. Tschüss. 3, 2, 1, 4. Yo, Peace, ich bin Arthur Weichert. Ich möchte euch einmal mein neues Zuhause zeigen, Leute. Oh, shit. Ja, für die nächsten Tage. Leute, wir sind im Europapark, denn, oh, es ist crazy, Leute. Im Europapark öffnet Volantica, das ist so eine Wasserwelt. Und da gibt es so viele Rutschen und ich liebe Rutschen. Und wir haben heute die Ehre, wir dürfen als einzigen YouTuber diese Wasserwelt testen. Ich komme darauf nicht klar, Leute, weil wir haben eine Stunde die gesamte Wasserwelt für uns. Wow! Also Volantica haben wir eine Stunde nur für uns. Also wir können alle Rutschen testen, müssen nicht irgendwie in Schlangen anstehen und warten. Und Leute, ich bin so happy, ich habe da so Bock drauf. Morgen geht es dann auch in den ganz normalen Europapark für uns. Wenn ihr Bock habt, können wir da mal wieder einen Tag Ja sagen. Allerdings, Leute, seht ihr auch mal, wo ich schlafe. Deswegen bin ich gerade die Treppe runtergekommen. Okay, Leute, wow. Hier habe ich gepennt heute Nacht. Ich habe einen Fernseher, ich habe einen Sessel, ich habe ein Doppelbett, ich habe ein Bad, ich habe einen Spiegel, Leute. Und nebenan habe ich noch ein Bad mit Badewanne. Und ich habe eine zicke Dusche. Ja, Leute, wir haben aber noch vieles mehr. Wir sind nämlich zu viert hier. Nicht nur AJ und ich. Aber nur AJ ist am Start und der chillt auf dem Sessel. Hi. Es ist auf jeden Fall mega sick hier, Leute. Da hinten geht es auch noch weiter. Aber wir sind doch nicht für eine Roomtour hier. Wir sind hier, um die Wasserwelt zu testen, Leute. Um die ganzen Rutschen zu testen. Um nicht in Schlangen anstehen zu müssen. Okay. Die Ehre haben, glaube ich, auch nur wir. Oh, und wir haben einen geilen Blick, Leute. Ja, Leute, das Wetter ist nicht das Beste heute. Aber wir gucken direkt auf Volantica. Okay, es wird kalt, Leute. Digga, ich hab anders Bock, Alter. Es wird so lit. Ey, weißt du, wie viele Rutschen es da gibt? Viele. Viele. Sehr, so viele, dass du es gar nicht zählen kannst, glaube ich. Digga, ich hoffe, wir schaffen alle zu testen, Alter. Safe. Wir haben eine Stunde nur für uns in der gesamten Wasserwelt. Leute, das ist ein Kindheitstraum, Alter. Ich hoffe, ihr seid gerade richtig neidisch, Alter. Spaß. Leute, ich kann es gar nicht mehr abwarten. No. Wir sind auch bei der Eröffnung vorher noch dabei, also wo die Presse und so am Start ist. Ihr habt auf jeden Fall exklusives Material hier. Ja, Leute, wenn ihr übrigens keine weiteren Daily Vlogs verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Schmiert den Abonnieren-Button. Das heißt so viel wie abonniert den Kanal. Leute, es ist kostenlos und es ist gut. Es ist gut! Und ihr lernt eine Menge. Mehr oder weniger. Okay, Leute, wir haben uns nackig gemacht. Yay! Ah, Tier, Leute. Es ist so crazy. Die ganze Halle ist einfach leer, Leute. Gebt euch das mal, hier sind so viele Menschen sonst. Ey, ich weiß gar nicht, womit wir das verdient haben, dass wir die ganze Halle für uns haben. Immer schön dumm sein. Ey, das ist echt ein Kindheitstraum, Leute. Gönnt euch das mal. Hier ist einfach alles leer, Digga. Ey, AJ, kennst du noch das Schild aus Barcelona? Wir wissen gar nicht, womit wir anfangen sollen, Leute. Es gibt einfach 17 Rutschen. Wie soll man sich da entscheiden? Da hinten muss man, glaube ich, rüberrennen. Lass das auch mal machen. So ein Battle gegeneinander. Ja, safe. Ich zieh dich, Digga. Ja. Ey, wir genießen das gerade, Leute. Wann hat man diesen Anblick, dass hier einfach kein Mensch ist? Ich glaube, nie im Leben. Leute, das ist die Freefall-Rutsche da. Alter. Ich glaube, das ist so die heftigste Rutsche, weil da hat man einen freien Fall für, ich glaube, 3 Meter. Hast du darauf Bock? Traust du dich die? Übel, ja, schon. Ich hab's auch noch nie gemacht. Aber ich würde sagen, das Beste kommt zum Schluss. Deswegen, wir testen erstmal die anderen Rutschen. Okay, Leute, wir rutschen mit der ersten Rutsche. Let's go. Ey, AJ, wie geil. Okay, Leute, erstes Mal rutschen. Ich bin auch schon nass. Die ist nicht so lang, aber da fliegt man dann voll weit runter. Let's go. Oh mein Gott, Alter. Ich wollte einen Backflip probieren. Deine Nase, warte. Echt? Bruder, deine Nase blutet. Echt? Ja. Oh, Scheiße. Oh, Mann. Egal, Leute. Ich habe das zwar nicht gespürt, aber ich wollte einen Backflip probieren. Und hab's nicht geschafft. Okay, Leute, da ich echt Durst habe, brauchen wir was zu trinken, aber okay, Becher, mal gucken, ob das noch ohne geht. Bestimmt. Cola wirklich gegönnt. Okay, die sind zu schlau für mich. Leute, wie sieht das aus, Alter? Hier sind alle Tische leer, weil wir einfach die ganze Halle für uns haben. Also natürlich sind hier ein paar Leute, also die ganzen Leute, die arbeiten und so, damit wir auch rutschen können. Ey, ich komme gar nicht klar, Leute, ich kann das gar nicht realisieren. Die Wasserwelt vom Europapark hat heute geöffnet, hier sind 17 Rutschen. Selbst Yogi Löw war hier und jetzt haben wir die gesamte Wasserwelt für uns und hier ist nicht mal irgendwer. Crazy, right? It's crazy how you film me from... Ey,
Chill. Crazy, right? It's crazy, right? Ja. Yeah. Würdet ihr das cool finden, wenn man so nah an euer Gesicht geht oder eher nicht so, Leute? Naja, Leute, ich bin hier auch zum Rutschen und nicht zum Rumlabern. Leute, wir rutschen ganz smooth weiter, let's go. Ey, selbst der ganze Shop ist leer. Wir können jetzt theoretisch hier alles mitnehmen und ja, nice. Ja, was nehmen wir denn mal? Nehmen wir das mal. Nein, okay. Eigentlich brauche ich keine Pullover, Leute. Wir rutschen jetzt. Wir sind so witzig. Nö. Alter, lass mal mit der Rutsche da rutschen. Hast du Bock, Angel? Ja, ihr Bock. Let's go, let's go. Alter, die Rutsche ist heftig. Leute, da oben ist so eine Rutsche, da rutscht man richtig senkrecht an der Wand lang mit einem Reifen und man kann das zu zweit oder zu viert machen. AJ, da müssen wir runterrutschen. Ja, das sieht nicht mehr normal aus, aber machen wir. Ich fühle mich gerade echt, als würde ich meinen Kindheitstraum leben. Fühl ich, Digga. Ist so geil, Leute. Vor allem, ich fange so mit so einer kleinen Rutsche an und es verletzt mich. Und wahrscheinlich bei der Falltür passiert gar nichts. Oh mein Gott, hier geht es raus. Ey, das Wasser ist so still, weil hier einfach gar kein Mensch ist. Alter, krank. Oh mein Gott. Entspannt, Leute. Vor allem, ich finde das draußen immer so geil, weil das Wasser ist dann so relativ warm. Jetzt gerade ist es nicht so warm, aber da hinten gibt es noch ein wärmeres Becken draußen. Da können wir auch so lang sliden. Lass das direkt hier nachmachen. Ja, können wir machen. Ich mach jetzt einen Schneidersitz und dann gehen wir nach hinten, okay? Okay. Das ist witzig, weil man rutscht aber voll gegeneinander und so. Let's go. Nie wieder haben, dass man hier so alleine rumgehen kann, Leute. Es ist so sick, wir sind die ersten YouTuber, die diese Chance haben. Es ist crazy. Ey, es ist nicht mehr normal, Digga. Die haben einfach, keine Ahnung, 5 Leute in der Küche nur für uns, Alter. Es kann sein, dass so ganz wenige Leute hier sind, aber das sind dann meistens Leute, die hier arbeiten und wahrscheinlich auch ihren Spaß haben oder so. Oder Leute von der Presse oder so. Das kann auch sein. Aber wir sind die einzigen YouTuber und Privatleute. Was? Wir sind YouTuber, wir sind keine Privatleute. Boah, hier würde ich gerne mal mit meiner Freundin hingehen. Das Problem ist, ich habe keine Opfer. Du hast selber keine Opfer. Eins kann ich euch sagen, man bleibt sportlich auf jeden Fall hier. Durch die ganzen Treppen, die man steigt, um rutschen zu können, Alter. Sick. Leute, hier ist noch eine Kinderrutsche. Die Kinderrutsche ist für dich gut. Nein, okay, AJ, so ein Kind bist du auch nicht mehr. Okay, AJ, jetzt die krasseste Rutsche. Ich bin noch nicht ready. Digga, das geht einfach senkrecht darunter. Als ob wir gleich da runterfallen. Das wird crazy. Okay, Leute, jetzt geht's hier in die Zeitmaschine. Da ist dann so eine Falltür unter den Füßen. Ich hoffe, ich überlebe es. Tschüss. Moment der Wahrheit. Hier ausklingen ein bisschen. Wir haben uns schon was Leckeres zu trinken bestellt. Dein Getränk. Dankeschön. Bitteschön. Let's go. Oh, Leute, es sieht sogar geil aus. Ey. Bist du gerade hingefallen? Digga, der ballert schon, Alter.
Oh, Leute, ich bin richtig kaputt. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich möchte mich nochmal wirklich beim Europapark bedanken. Ich bin richtig zufrieden mit der Unterkunft und alles war einfach chillig. Oh, ja, ich bin nur ein bisschen müde, Leute, aber das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall viel gemacht. Ihr habt es ja auch gesehen, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Hackenaschen jetzt auf den Abonnieren-Button. Hier gibt es so exklusiven Content, den ihr nirgends anders findet. Ihr wisst Bescheid. Ja, Leute, wir sind die ersten Social Media Creator. Die in der Wasserwelt waren. Schaltet morgen wieder ein, folgt nur auf Insta, ich esse da ab, ich da, kriegt ihr alles ein bisschen früher mit, so wie das hier, das hättet ihr da auch früher mitbekommen, aber egal, Leute, ich würde sagen, am Anfang bin ich die Treppe, glaube ich, runtergekommen, jetzt gehe ich wieder hoch, ich gehe ins Bett, gute Nacht, tschüss, peace!